Der Sportverein Schwechat wurde in den letzten Monaten unter der Leitung des neuen Obmanns Hans Glocknitzer und des Präsidenten Wolfgang Otterhall neu organisiert und strukturiert. Mehr Jugend- und Breitensport anstelle des Spitzensports lautet das neue Motto. Neuorientierung SV Schwechat. Was bedeutet diese Neuorientierung aus organisatorischer und sportlicher Sicht? Ja, wir haben es einmal als Zielsetzung uns vorgenommen, auf die in den Statuten fixierten Ziele uns zu orientieren, und die sind ausschließlich darin fixiert, den Schwechater Nachwuchs zu entwickeln, zu fördern und an die nationale Spitze heranzubringen, und haben uns damit abgewendet von den internationalen Profisportaktivitäten, die natürlich sehr kostenintensiv sind und die finanziellen Möglichkeiten einer Stadt in der Größe von Schwechat übersteigen. Ich bin sehr, sehr froh, dass mit dem Präsidenten, mit dem neuen Obmann des SVS geschehen ist und wir heute in der Lage sind, die Sportvereinigung Schwechat neu darzustellen, dass die Sportvereinigung Schwechat existieren bleibt und dass es auch eine Zukunft gibt. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, und sowohl Sportstadtrat, Präsident und Obmann bin ich sehr, sehr froh darüber, dass hier ein Zukunftsmodell geschaffen wurde. Neuausrichtung war notwendig, um verschiedene Doppelgleisigkeiten und Mehrgleisigkeiten in der Zukunft einfach zu vermeiden. Das heißt, in Zahlen gesprochen, der SVS alt, wenn man den so bezeichnen will, bestand aus 12 Zweckvereinen und Spielgemeinschaften und 10 Sektionen. SVS neu bedeutet 8 Zweckvereine und 8 Sektionen, wo das sportliche Angebot aber in allen Sportarten trotzdem vorhanden ist. Die Sportstadt Schwechat setzt hinkünftig auf Breitensport. Ja, es ist die Frage, wann ist eine Stadt eine Sportstadt? Aus meiner Sicht ist eine Stadt eine Sportstadt, wenn sehr viele Teile der Bevölkerung aktiv Sport betreiben, sehr viele Jugendliche, aber auch Erwachsene. Sei es jetzt in Organisationsformen des Jugendsports, der Vereine, oder eben, weil sie durch Jahre hindurch Impulse bekommen haben und sie jetzt als Erwachsene in der Lage sind, selbstständig für sich eine lebenslange Sportart zu betreiben. Ein Zukunftsmodell bedeutet aber auch finanzielle Ressourcen. Ja, so ist das. Wir haben das in unserem Voranschlag der Stadtgemeinde Schwechat wie auch in den mittelfristigen Finanzplänen dargestellt. Es wird hier seitens des SVS optimiert. Es werden weiterhin 13 Sportarten in Schwechat den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Und es wird weiterhin die kostenlose Turnstunde, die zusätzliche Turnstunde, wird weiterhin finanziell geleistet, sodass unsere Kinder, unsere Jugendlichen ein ordentliches sportliches Angebot vorfinden. Ja, das war immer eigentlich schon in Schwechat die tägliche Turnstunde, die ja jetzt wieder bundesweit aktuell gefordert wird, aber schon eine endlose Geschichte ist. Ich kenne das schon durch 50 Jahre hindurch. Die gibt es in Schwechat eigentlich bereits seit 20 Jahren. Und auch daran wird sich nichts ändern. Eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Werte des Vereins. So ist es. Wir besinnen uns auf die Kernthemen zurück, so zum Beispiel auf das Jugendkonzept aus dem Jahre 1971. Wir wollen nach wie vor Jugendsport in der Stadt Schwechat anbieten und das auch finanziell sicherstellen.